Also, liebe Theaterfreunde und Theaterfreundinnen, ich darf euch heute herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Making-of zur Sommerproduktion 2018, Der Bauer als Millionär. Worum geht es in Making-of? Wir möchten euch von der Theaterseite auch gerne mal ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen bieten und euch auch ein bisschen die Darsteller und natürlich die Akteure und die wichtigsten Personen vorstellen. Als ersten Gast habe ich mir heute eingeladen, den Regisseur, unseren lieben Manfred Campuzzi. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Er wird uns ein bisschen was über sich und natürlich auch über das Stück, über die Sommerproduktion erzählen. Und ja, starten wir gleich hinein in die erste Frage. Wie bist du zur Entscheidung gekommen, heuer den Bauer als Millionär zu spielen? Ja, das ist ganz einfach. Die vorjährige Produktion Peter Pan war sehr, sehr erfolgreich und da war die Idee, mit einem Märchen für Erwachsene und für junge Erwachsene und auch für Kinder ein Theaterstück zu finden. Mit dem Bauer als Millionär habe ich es gefunden, ein Stück zu spielen, das in eine Feenwelt, in eine Geisterwelt verführt, aber auch in die Welt der Menschen mit allen ihren Problemen, die sie haben und mit einem Thema, das heute noch Gültigkeit hat. Der Raimund ist ja an sich für seine Klassiker bekannt und auch er, dass es ein klassisches Stück ist. Wie willst du das Stück anlegen? Ja, das Stück wird nicht verfremdet werden, es wird ein bisschen modernisiert werden. Immerhin hat es schon, also über 100 Jahre ist das ja alt und man hat also heute die Herausforderung, moderne Elemente hineinzubringen, um es einfach attraktiver auch zu machen, aber nicht zu entfremden und verfremden. Daher, wir werden in der Geisterwelt, können wir uns ein bisschen austoben, was die Kostüme anbelangt, was die Darstellung anbelangt, aber die Welt der Menschen, die ja auch hier vorkommt, wird eigentlich im klassischen Sinne dargestellt werden. Die ersten Proben haben ja schon angefangen. Wie zufrieden bist du mit den ersten Proben? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es hat sich gut entwickelt. Die Personen, die im ersten Akt vorkommen, haben ihren Text gelernt. Wir sind jetzt dabei, sozusagen die Gänge zu proben, die Emotionen zu erarbeiten, die in dem Stück im ersten Akt notwendig sind. Und ich bin guter Dinge, dass das auch weiter so sein wird und wir sind gut in der Zeit. Was macht die Produktion besonders? Ja, die Produktion macht besonders, dass es im Steinbruch Open Air stattfindet in einem hervorragenden und wunderschönen Ambiente. Wir haben hier den Wald, wir haben einen Platz, wo wir uns Anführungszeichen austoben können, wo wir die technischen Möglichkeiten haben, so ein Stück aufzuführen. Und das ist eine Riesenfaszination, nicht nur für die Schauspieler, die sich von diesem Ambiente auch immer wieder mitreißen lassen, sondern auch ein toller Platz für das Publikum, ein Theaterstück zu erleben in der freien Natur und mit einem sehr tollen Stück. Du hast es erwähnt, das ist ein Open-Air-Stück. Ab wann ist dann die Premiere in dem Fall? Ja, die Premiere ist am Freitag, dem 22. Juni. Wir spielen dann Samstag und die nächsten drei Wochen auch noch, immer Donnerstag, Freitag, Samstag in diesem herrlichen Ambiente und hoffen auf guten Zuspruch. Sehr gut, also auch natürlich ein schönes Wetter in dem Fall. Ja, liebe Theaterfreunde, wie gesagt, der erste Einblick hinter die Kulissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal liken und auch natürlich über Kommentare würden wir uns sehr freuen. Und ich darf euch noch einen schönen Tag wünschen, natürlich dir auch, lieber Manfred. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.